Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und bevor wir nun die Pokémon-Liga antreten, hier ist mal ein schöner Augenblick, mit dem wir unser Team nun letztendlich vervollständigen. Nämlich, ja, Volvagia hat nun Level 50 erreicht. Ich habe alle etwas trainiert, dass sie so, ich sag mal, das Durchschnittslevel so 50 haben, wie ich es auch geplant habe. Und nun betrachtet es. Unser Drachenfell. Schon so lange wollte es fliegen. Es hatte schon so lange diesen Traum gehabt. Und nun kann es sich diesen Traum erfüllen. Da haben wir es, unser Brutalander. Jetzt ist es ein echtes Volvagia. Und ja, ist so was Besonderes. Das möchte Fliegen erlernen. Das ist ziemlich selten, dass das per TM, per Levelaufstieg geht, dass es dann eine VM lernen will. Dafür mache ich aber Zen-Kopfstoß weg. Fliegen möchte ich gerne haben, weil das ist halt ein mächtiger Step-Angriff. Wir hätten auch noch Aeroast zur Verfügung, aber ich finde Fliegen da doch ein bisschen besser. Weil es macht einfach mehr Schaden, man kann damit manchen Angriffen aus dem Weg gehen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn Brutalander braucht noch eine andere Attacke. Und zwar kann es sich jetzt an eine Attacke erinnern, und das ist nämlich Feuerzahn und die soll es gerne haben. Ich mache dafür vorläufig Steinhagel oder Knirscher. Knirscher wird uns dann nützlich sein, aber da haben wir auch schon andere Vorkehrungen. Wir machen Knirscher weg. Oder Steinhagel. Knirscher, weil wir haben nichts mit Steinhagel. Wir haben keine Gesteinattacke. Unlichtattacken haben wir. Überlegen, haben wir Unlichtattacken? Dürfen wir eigentlich haben. Auf jeden Fall haben wir da andere Alternativen, um zum Beispiel Psycho, Pokémon Schaden zuzufügen. Aber naja, jetzt geht's endlich mal los mit der Liga. So, genug verzögert, jetzt geht's los. Und zwar steht nämlich hinter uns der Eingang. Wir kämpfen mit diesem Team. Ich zeige das mal ganz kurz in groß, weil ich habe ja ein bisschen Offscreen-Training gemacht. Hier haben wir einmal Galagladi Level 51. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ihr seht das jetzt auf dem kleinen Screen jetzt nur. Ich habe auch die Movesets ein bisschen verändert bei einigen. Demix haben wir Level 50. Der hat wieder Lichtschild. Ludimary hat nun auch noch Psychokinese und ist auf Level 50. Volvagia habe ich doch Erdbeben gegeben statt Steinhagel. Ich habe doch überlegt, das ist besser, weil das hat ja eine Gesteinschwäche und die können wir damit ausgleichen. Serpi Royal ist auf Level 53 und hat anstatt Blitzen jetzt nun auch noch Gedankengut. Und Metagross ist auch auf Level 53, trägt seinen Megastein und ja, er wird unser Mega-Pokémon sein, also wohl unser stärkstes auch. So von den Statuswerten her. Ich habe nochmal ordentlich eingekauft und ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir dürfen nur Trainer durch, die im Besitz aller Arena-Orden sind. Aller 9. Trainer, lass uns sicherstellen, ob du auch wirklich alle 9 Orden hast. Was? Ach, war nur ein Scherz. Glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Puh, ich dachte schon. Jetzt bin ich aber gespannt. Wow. Du hörst, wie sich eine Tür schließt. Wow. Obwohl dieser Screenshot, da habe ich gedacht, das wäre die Kampfzone. Boah, was geht hier ab? Es fällt Sand hinunter. Eine Wüste? Also schon interessant gemacht. Das war auch schon damals so, die Höhenliga, das waren mal so diese Zwischenräume und dann kam so ein richtiger Raum, wo ein Trainer war. Und da haben wir auch schon den ersten. Der schilt da auf seinen Hocker. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Der Ulrich, unser erster Gegner. Okay, die haben so ein bisschen so ein Wüstenthema gegeben. Okay. Ich mag deinen selbstbewussten Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht sehr gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn sich nur hier in der Pokémon-Liga liefern kann. Ja, und wir hören ein neues Battle-Theme. Die Top 4 hat nämlich ein eigenes bekommen. Oh, das ist cool. Man hat es gerade zwar gespoilert bekommen, wie die anderen aussehen, aber die wurden so, ja, ich sag mal, verhüllt noch. Das sah cool aus, das hat was. Och, nice. Haben die echt alle einen eigenen Hintergrund mal wieder bekommen. Geil. Sehr, sehr geil.
Und ja, er hat 5 Pokémon. Alle haben 5 Pokémon. Und das ist jetzt blöd mit dem Bedroher. Und der Grund, warum ich mit Link anfange, ist, Ulrich hat Unlicht-Pokémon. Ulrich, Unlicht, passt. Jetzt kann ich wenigstens meinen Angriff wieder normalisieren. Okay, er macht auch Angeberei, um mir damit noch mehr zu helfen. Allerdings würde jetzt eine Verwirrung so mega viel Schaden gegen uns machen. Da muss ich echt passen und lieber so einen Hyperheiler oder sowas nehmen. Das wäre mir doch ein bisschen zu krass. Aber trotzdem danke, dass du meinen Angriff mal gerade einfach mal verdoppelt hast. Hier, Spezialität, was haben wir ja noch? Krieg sie mal. Wer der predicted das, macht jetzt auch nochmal. Nice, er macht sogar Tiefschlag, wie episch. Ich hoffe nur, dass er es jetzt nicht nochmal macht, weil da haben wir eine Schwäche gegen. Na! Ach nee, Moment mal. Ach nee, das ist ja vom Typ Unlicht. Das ist ja gar nicht. Warum denke ich mal, dass Tiefschlag vom Typ Geist ist? Auf jeden Fall, ja, wir haben nun einen verdreifachten Angriff. Absol, cool. Haben wir auch bisher noch gar nicht gesehen, glaube ich. Obwohl es das auch in diesen Decks geben müsste. Aber ja, wir haben eigentlich freie Bahn. Wir haben gleich schon das Maximum erreicht. Noch einmal Steigerungshieb und wir können den Angriff nicht mehr erhöhen. Dann sind wir allmächtig schon. Jetzt kommt noch Tangulist. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Wir haben allgemein von der Entwicklungsfamilie kaum was gesehen. Samurzel haben wir am Anfang, weiß ich noch. Blanas, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt mal gesehen haben. Dabei habe ich ja gegen jeden gekämpft. Und hier eben Tangulist. Wir treffen jetzt allgemein auf alle möglichen, so ziemlich die stärksten Höhen-Pokémon in ihrer letzten Entwicklung. Die Top 4 eben, die stärksten Trainer der ganzen Region. Chohaido, haben wir zu Genüge gesehen. Wirklich, zu Genüge. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, weil ich sagte ja, es sind 5 Kämpfe. Und wir müssen natürlich sparsam sein mit den AP, weil wir haben nämlich keine Schwester Joy und nichts dazwischen. Wir können zwar zwischen den Kämpfen noch uns frei bewegen und noch Tränke nutzen und sowas halt. Aber eben alles hintereinander, also da ist keine Pause zwischen. Also ich glaube, ihr wisst was, ich meine jetzt nicht, dass jetzt hier nach direkt der nächste kommt und so. Man kann schon noch was machen, man kann auch sich heilen, speichern, genau, speichern vor allem, falls man mal verkackt. Aber eben jetzt, man kann jetzt nicht einfach zum Beispiel wieder rausrennen, weil die Tür wurde ja verschlossen. Wir müssen jetzt bis zum Ende durch hier drin bleiben. Also entweder gehen wir mit einem Sieg raus oder mit einer Niederlage. Als Verlierer habe ich dir nur eins zu sagen. Du bist bestens gewappnet für das, was noch kommt. Deshalb solltest du jetzt in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Geh weiter. Der Kampf, der dich im nächsten Raum erwartet, sollte dich bei guter Laune halten. Na gut, das freut mich. Für den nächsten Kampf werde ich Bloody Mary nehmen. Bloody Mary wird zwar selbst ihre Probleme haben, aber ich denke, das macht den Kampf auch ein bisschen interessanter. Oh, was geht denn hier ab? So auf so einen Teich? Oh mein Gott, es sind Geister. Ach ja, und hier ist was richtig Krasses. Das habe ich schon mitbekommen. Gleich gibt es einen ziemlichen Mindfuck. Das ist eine Sache, die habe ich schon. Die hat sich auch schon gut genug rumgesprochen. Achtet mal auf den Stuhl dahin. Achtet die ganze Zeit auf den Stuhl. Ich achte auch mal darauf. Hier haben wir auf jeden Fall die nächste. Die setzt Geist-Pokémon ein. Achtet auf den Stuhl. Ich bin Antonia von den Top 4. Achtet auf den. Habt ihr das gesehen? Da war ganz kurz so ein Kind zu sehen. Durch mein Training am Pyroberg habe ich die Fähigkeit erlangt, mit Geister-Pokémon zu kommunizieren. Ja, so stark ist das Band zwischen mir und meinen Pokémon. Deswegen solltest du dich glücklich schätzen, wenn es dir gelingt, meinen Pokémon überhaupt Schaden zuzufügen. Probier es ruhig aus. Ich achte weiterhin auf den... Okay, ist nichts darauf zu achten. Aber krass! Antonia... Ja, hier sind zwar überall Blüten und so, aber sie scheint ein düsteres Geheimnis zu haben. Und wieder ein cooler Hintergrund. Mir gefällt die Liga. Schon allein deswegen, dass sie schon deutlich schwieriger ist als in Rubin Saphirs Markt. Ja, wie gesagt, Geist-Pokémon. Wir haben aber verdammt hohen Spezialangriff, verdammt hohe Spezialverteidigung.
Und wir sollten ja das eine oder andere reißen können. Es sei denn, wir kriegen direkt mal sowas ab. Ja, Zwielicht ist sehr defensiv. Ist blöd. Ich habe auch mal überlegt, ein Zwielicht ins Team zu nehmen. Aber, ein Zwierklob meine ich. Also ein Zwielicht, das dann halt weiterentwickeln, ist klar. Und dann wieder weiterentwickeln zu Zwierfinst. Komm, komm, komm. Nice. Ich hoffe, die macht jetzt wieder Top-Genesung. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nice, sehr schön. Aber das wäre ein bisschen blöd gewesen, weil ich weiß nicht, wann man den Düsterumhang bekommt. Und ich kann nicht so leicht tauschen. Ich habe keinen zweiten 3DS und ich habe zwar ein paar Leute, die auch ein 3DS haben und Pokémon zocken. Aber ist auch mal ein bisschen umständlich, finde ich jetzt dann da mal dazu kommt, sich mal irgendwie abzusprechen und so. Ich glaube, ich wechsle hier lieber aus. Wir haben ja keine Feenattacken, deswegen hat Zubiris jetzt keine Schwäche. Da mache ich lieber mit einem anderen Step ein bisschen Angriff, um AP zu schonen. Ja, okay. Jetzt habe ich das jetzt okay. Wir haben jetzt zweimal getroffen, da kann auch mal was passieren. Macht nichts, wir haben eh kaum Angriff. Was? Hey, ich dachte mal, Schmarotzer ist nur stärker, wenn der Gegner viel Angriff hat oder so. Aber so krass viel auf einmal. Echt? Na gut, da eine Serpirial. Das kann ja auch ein bisschen was machen durch den Blättersturm. Ja, Gedankengut könnte ich auch noch, aber komm, wir greifen direkt an. Was? Nein! Arg! Schmarotzer ist schon eine fiese Attacke. Muss ich ja mal so sagen, ne? Sehr schön. Und jetzt kann ich mir nämlich ganz schön wieder KP zurückholen. Das habe ich mir gedacht. Okay, ich könnte jetzt auch nochmal Blättersturm machen, um mich nochmal höher zu pumpen. Mit Stärke. Aber ich will auch meine KP wieder haben. Und jetzt kriegen wir eine absolute Vollheilung. Na gut, fast. Aber so ein Supertrank hat da schon Konkurrenz gemacht. Okay, Zwierfinst. Das Pokémon hatte sie damals nicht gehabt, weil es damals noch nicht existierte. Ja, wieder blöder Erzwinger. Ist nicht so geil. Und kommt, wanted mir das? Ja, okay, habe ich mir gedacht. Es ist einfach, es hält einfach zu viel aus. Feuerschlag kann es. Oh. Ich finde, es ist ein verdammt cooles Pokémon. Ach nee. Aber ist nicht schlimm, weil wir sind ja speziell. Okay, Aeroass können wir jetzt eigentlich streichen, aber ich glaube, ich komme ja auch mit Blättersturm und Gigasauger gut zurecht. Denn dadurch kann ich ja die Verbrennung immer wieder heilen. Dass wir ja immer KP absaugen. Vorhin mochte ich auch als Zwierfinst in Pokémon Mystery Dungeon sehr. Das hat nämlich das war schon ein interessanter Charakter. Okay, Barnett. Ups, nein, ich wollte nicht wechseln, hab mich vertippt. An sich finde ich das auch sehr gut, dass sie das so wie damals beibehalten haben und die Top 4 wieder nacheinander herausforderbar sind. Weil ich sagte ja, 5. und 6. Generation hatten die ja irgendwie, ich sag mal 6. Generation, 5. Generation und X und Y. Da hat man das ja so gemacht, dass man ja die Top 4 in einer beliebigen Reihenfolge bekämpfen konnte. Und die hatten nur 4 Pokémon gehabt und man konnte die schon ziemlich gut besiegen. Also da hat man, wollte man es irgendwie, da war man auf so einen Zug aufgestiegen, wo man irgendwie meint, ah, wir müssen das unbedingt einfacher machen für den Spieler. Irgendwie so, die waren ja irgendwie auf diesen, ich sag mal, diesen Casual Gamer Zug. Und das hat mich dann doch so ein bisschen, ich sag mal, abgeturnt. Auch wenn die Rematches gegen die absolut episch waren. Na gut, in X und Y gab es keine so wirklich. Also ist nicht so, wie man das kannte. Aber in Schwarz und Weiß 2 waren die mega episch, die Top 4. Also, und der Champ, das ist was, so krasse Top 4 gab es noch nie. Das Band zwischen dir und deinem Team ist ebenfalls sehr stark. Das war mir völlig entgegen. Deshalb konnte ich eigentlich nur verlieren. Jetzt möchte ich aber auch sehen, wie weit euch dieses Band bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Aber auch hier wird es Rematches geben, die ich auch noch machen möchte. Und ja, hier saß dieses komische Kind von gerade. Oh, jetzt kommen wir in der Schneelandschaft. Ach ja, genau, dafür nehme ich jetzt Volvagia. Der wird zwar große Probleme haben, deswegen müssen Volvagia und Link so ein bisschen zusammenarbeiten. Ich werde auch mal, ja doch, Serpirial werde ich auch mal wiederbeleben. Ach ja, und Frostage auch. Ich habe mir 20 Beleber geholt. Ach, ach, das ist ja verbrannt. Das ist ja gar nicht tot. Dann hier, Feuerheiler.
Auf jeden Fall werden wir dann Bloody Mary noch heilen. Weil der Donnerblitzer kann auch was bringen, weil viele Eis-Pokémon haben ja auch den Typ Wasser noch nebenbei. Und das können wir uns hier zur Nutze machen. So. Aber ich lasse das mal Volvagia vorne. Der wird ja nicht sofort von einer Eisattacke fertig gemacht. Ich habe mich aber schon mal ein bisschen spoilern lassen, wie die Top 4 hier bei den Rematches sein werden. Und ja, die werden Rematches haben. Die sind ziemlich krass. Und haben auch was richtig Episches. Die werden wir auf jeden Fall noch machen. Oh, cool. Ist das jetzt hier so Eisfahrtmäßig? Werde ich jetzt hier so schlendern? Na, schade. Ich dachte, das ist jetzt noch ja, wie bei so einem Eisfahrt jetzt, oder? Oh, auf jeden Fall haben wir hier die nächste Trainerin. Willkommen, mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um die Eisattacken meiner Pokémon zu perfektionieren. Aber bisher habe ich mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Ich würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Okay, dann, ja, du wirst mir die Zähne ausbeißen. Ich glaube, die wurde ein bisschen redesigned. Die sah früher ein bisschen anders aus. Vielleicht ist das ja auch nur die Schminke, die das so erscheinen lässt. Und ich finde das Top 4-Theme schon sehr gut. Ich mag es. Ach ja, genau, und Volvagia hat nun Bedroher. Dadurch haben wir schon mal den Vorteil, dass direkt der Angriff gesenkt ist. Und wir hauen jetzt... Was jetzt? Ach, der hat Eissplitter, der Spaß. Aber da musst du schon mehr aufbringen. Der Mutalander ist absolut allmächtig, könnte man sagen. Es hat gute Werte, die auch schon fast an den Legendären ranreichen. Und deswegen hält er auch ganz gut aus. Er hat hohe Werte, wir können viel angreifen. Und da ist auch schon der erste Down. Doof ist eben nur die vierfache Eisschwäche. Okay, jetzt kommt schon Frostage. Oh, das hat ihn natürlich damals auch noch nicht gehabt. Blöd ist, da kann ich meine Kampfattacken gar nicht benutzen. Ich würde sagen, wir machen Bloody Mary gegen Bloody Mary. Ihres ist bestimmt stärker, aber unseres ist mit Sicherheit schneller. Ist das ein Spiegelbild? Sag ich doch, wir sind schneller. Weil ich glaube, die Gegner sind auch alle so, also in der Hauptstory sind die auch alle so, dass sie keine EVs haben. Dass sie, und ja, oder überhaupt, dass die ganzen EVs nicht verteilt sind. Ich glaube, DVs haben die festgelegte, aber die sind jetzt auch immer unterschiedlich so ein bisschen. Also die haben sich schon, ich sag mal, die haben sich da auf Werte geeinigt, die Entwickler. Aber die machen jetzt zum Beispiel jetzt nicht alles auf 31 oder so. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, denn jetzt ist ja die Fähigkeit von Frostage aktiv. Das ist nämlich, ich guck mal kurz, ob wir die auch haben, denn dann hat der Gegner die auch auf jeden Fall. Genau, dass jetzt bei Hagel der Fluchtwert erhöht ist, nämlich Schneemantel. Das kann nämlich unter Umständen passieren, dass wir dann deshalb ja nicht direkt treffen. Das ist blöd. Auf jeden Fall können wir jetzt im One-Hit landen, wegen der gesenkten Spezialverteidigung. Und ja, das war's. Ich wundere mich, wie schnell wir hier durchkommen. Aber das ist sehr gut, weil das habe ich auch geplant, dass wir die Top 4 in einen Part machen und den Champ dann im darauffolgenden Part. Was, ja, zwei Frostages? Das wusste ich nicht. Na gut, machen wir das weiter auch mal fertig. Das habe ich echt nicht gewusst, dass sie zwei davon hat. Jetzt müssen wir aber auch aufpassen. Ah, das tut weh. Aber ich sage ja, hier sieht man mal, was EVs alles ausmachen können. Und wir haben echt Glück, dass wir immer treffen. Na gut, der Fluchtwert wird auch nur sehr, sehr schwach erhöht. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Und wir kriegen nochmal was zurück. Okay, jetzt kommt noch Walreiser. Genau, an den habe ich mich auch noch erinnert. Da können wir Link nehmen. Dann hat so fast jeder mal was gemacht. Na gut, Demix hat bisher noch gar nichts gemacht. Aber Demix wird beim nächsten Kampf ganz wichtig sein. Zusammen mit Frostage. Okay, da machen wir Steigerungshieb. Auf jeden Fall.
Dann beim nächsten Mal ein bisschen weg. Ja, okay, Blizzard. Der will uns ja nicht einfrieren, denke ich. Oder kommt jetzt so ein dummer Eissplitter? Okay, wir haben Glück. Und tschüss. Nice. Ich freue mich echt, dass wir so gut durchkommen. Ach so, 4-0-Tor. Ich wollte jetzt gerade schon feiern, dass wir fertig sind. Bei dir weiß ich aber, dass du Eissplitter hast. Und deswegen werde ich mich erstmal heilen. Okay, die hat jetzt nur 3 verschiedene Pokémon gehabt. Jetzt 2-mal Frostage, 2-mal Firnotor und 1-mal Valreiser. Aber na gut, das sind auch die besten Eis-Pokémon, die man in Höhen auch kriegen kann. Man könnte jetzt natürlich von Kyurem absehen oder... Was gibt es denn noch für geile Eis-Pokémon? Marmutel ist auch sehr geil, aber der ist nicht im Dex. Sonst hätten die bestimmt noch Marmutel reingetan. Arktus natürlich, aber na gut, das ist ein Semi-Degi. Die lasse ich mal außen vor. Du und deine Pokémon, euer Zusammenhalt verbrennt alles. Kein Wunder, dass die Eisattacken meines Teams vor dir dahinschmolzen und dir nicht schadeten. Geh weiter in den nächsten Raum. Naja, es war auch viel Taktik dabei. Dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Ja, jetzt kommt auch der meiner Meinung nach coolste, vielleicht einer der besten Top-4-Trainer überhaupt. Ich kann schon mal sagen, das ist ein Drachentrainer. Und war ein ordentlicher Drachentrainer, der ein gutes Team hat und der nicht einfach nur übermächtig stark ist, einfach mal, weil er 3 Dragoran im Team hat. Ja, okay, ich weiß, der Spruch, holt euch einen Dragoran, ich weiß. Aber trotzdem muss er sich sein ganzes Team damit vollpumpen. Ja, Siegfried, ich meine dich. Na gut, beim World Tournament, hast du das gemerkt, dass du auch andere Drachen reingepackt und hast mal deine ganzen Flug-Pokémon raussortiert, die keine Drachen sind. Aber trotzdem, ey, komm, was kannst du auch mal treiben? Auf jeden Fall, hier haben wir nun Dragan. Muss ich noch irgendwas heilen? Auf jeden Fall kommt jetzt der Mix nach vorne. Und ja, besiegen wir dich mal. Würde ich mal sagen. Hi, ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga, Dragan, der Drachenprofi. Pokémon sind von Natur aus wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was man benötigt, um mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Was denn? Wenn nicht, wirst du im Kampf gegen mich scheitern. Ei! Ja, jetzt will ich das wissen, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Auf jeden Fall, Top 4 Dragan. Und das sah interessant aus, die Einleitung. Ach so, der fängt mit Altaria an. Ist ja noch besser. 4-fache Eisschwäche. Frostage hätte sich jetzt vielleicht sogar noch besser geeignet, weil die noch Step darauf hat. Aber ich denke mal, Milotic wird auch schon damit fertig. Jap. Nee, doch nicht. Ja, nicht den Tag vom Abend loben. Und dabei haben wir gerade Abend. Ich könnte jetzt auch noch den Lichtschild machen, aber das bringt so gut wie gar nichts. Denn Drachen sind immer physisch. Also, die kämpfen alle physisch. Die einzige Ausnahme ist Trikefalo und, wie ist das, Modderviech nochmal? Nein, war ein Scherz. Ich habe nichts gegen Viscogon hieß das, glaube ich, ne? Ich habe eigentlich nicht so wirklich was gegen dieses Pokémon. Ich finde es sogar ziemlich mächtig. Das war auch sehr speziell veranlagt. Aber die sind ja alle in der 5. oder 6. Generation und haben hier noch nichts verloren. Die Beldra. Ja, da haben wir Zytrox. Natürlich auch nochmal Farodin und Zytrox müssen wir auch nochmal ehren. Die sind ja schließlich auch ein Bestandteil des Teams gewesen. Aber auch ein Grund, warum ich Zytrox so plötzlich aussortiert habe. Ich war ja zufrieden mit dem. Problem ist, ich wollte auch Mega-Entwicklungen zeigen. Weil da bin ich jetzt gar nicht so richtig drauf eingegangen. Und weil Metagross vieles von dem ersetzt hat. Apropos Brutalanda. Hallo. Hi. Ja, treffen wir auch mal auf diesen mächtigen Drachen. Aber er hat mir gerade geholfen. Nice. Okay, der ist schneller. Wir wehren aber ab. Sehr schön. Und deswegen möchte ich Drachenstoß nicht haben. Weil die geht so scheiße oft daneben, diese Attacke. Dass man überhaupt kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen.
Sonst, Wutanfall ist auch nicht schlecht. Kann man auch nutzen, um wirklich mal so ein bisschen Dauerschaden zu machen. Kann man nutzen und dann eben auswechseln. Da gibt es auch ein paar gute Taktiken für. Okay, noch ein Libeldra. Alle Top 4 Mitglieder der Höhenliga haben auch die Angewohnheit, mindestens ein Pokémon zweimal zu haben. Forsina hat jetzt ja sogar zwei Pokémon zweimal. Aber bei den Rematches wird es ganz anders aussehen. Mit den Rematches werde ich wahrscheinlich auch das Let's Play abschließen. Deswegen werde ich die Schönheit nach hinten dranhängen. Und jetzt kann sich Volvagia nochmal behaupten. Da müssen wir erstmal ordentlich Training haben. Da werde ich vielleicht auch offscreen trainieren müssen. Allgemein, da möchte ich nach dem Champ, habe ich überlegt, nicht dann ganz sofort mit der Delta-Episode beginnen. Ich möchte ein kleines bisschen chillen noch. Denn wenn ich mich nicht irre, sollten wir da einen neuen Ort freigeschaltet bekommen. Dass wir uns da ein bisschen umsehen. Und dann möchte ich noch einmal so, ja, noch so ein bisschen, noch ein paar Secrets noch suchen. Gucken, dass ich noch, ob ich noch TMs holen kann. Weil ein paar können wir uns erst noch nach der Liga holen. Ein paar Items farmen. Da werde ich aber viel Offscreen-Arbeit machen. Und wenn ich mich dann bereit genug fühle, fangen wir dann mit der Delta-Episode an. Weil ich glaube, die wird ziemlich anspruchsvoll. Du hast es weit gebracht. Dir gebührt wahre Ehre, Pokémon-Trainer. Du weißt, was man benötigt, um ein guter Trainer zu werden. Ja, ein Trainer benötigt nämlich ein ehrliches Herz. Ja, okay, das brauchen wir also dafür. Wenn ein Pokémon mit dem Guten im Herzen seines Trainers in Berührung kommt, lernt es, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mann, gehst du auf die Stimme. Daran wächst es schließlich und wird immer stärker. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Ja, der Champ. Den werden wir aber erst im nächsten Part machen. Ich werde mich jetzt erstmal ordentlich heilen. Obwohl das gar nicht wirklich nötig ist. Ich werde jetzt einfach mal nur meine Hypertränke jetzt mal hier verschwenden. Und ja, wer ist der Champ? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er schon geteasert wurde, ob er sich schon zu erkennen gab. Deswegen sage ich jetzt mal erstmal nichts. Ich werde jetzt einfach mal mit Volvagia anfangen. Können auch Metagross nehmen. Ach, oder wir nehmen Metagross. Der hat nämlich noch gar nichts gemacht hier. Die alte faule Sau hier. Ja, du hast mir noch keine Chance gegeben. Ja, ich höre schon auf, mit den Pokémon zu sprechen. Auf jeden Fall, ja, im nächsten Part werden wir dann gegen den Champ kämpfen. Der Part ist jetzt ein bisschen kürzer als erwartet, weil, ja, die Kämpfe gingen einfach alle so schnell. Auf jeden Fall, naja, ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich und dann sag ich mal, bis dann!